Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Es ist mittlerweile der dritte Versuch, in dem ich versuche, diese Folge aufzunehmen. Und ja, also kurz und schnell Zusammenfassung. Wir sind gerade ein bisschen dabei, Holzkohle herzustellen, da wir mit Ender.io angefangen haben. Das bedeutet, wir haben hier nämlich eine Autosieve-Anlage mit Autohammer und Autosieve. In der letzten Folge, die allerdings leider nicht aufgenommen wurde, erstellt. Hier drunter befindet sich eine Redstone Clock. Und hier wird halt automatisch gesiebt. Da wird der Kies hergestellt, der automatisch dann hier reingelangt. Ansonsten habe ich hier oben drüber, wo habe ich erstmal einen Boden reingezogen. Hier ist ein riesengroßes Lager jetzt entstanden. Vorher waren ja nur die beiden Kisten hier. So. Ja, und ansonsten hatte ich jetzt hier den Plan, so eine Art, ja, Terrasse, wo man dann den Sonnenaufgang und Untergang sehen kann. Hier mit so einer kleinen Bank, dann unser Logo oder eine Kiste oder so hier hin. Aber das dauert noch ein bisschen, weil ich dafür Chisel and Bits brauche. Zudem muss ich hier mal ein bisschen drauf achten. Zudem ist hier vorne, das gehört zum Lager. Und da wollte ich jetzt demnächst einen weiteren Boden einziehen und unser Haus nach hierher erweitern, so dass wir mehr Platz haben. Und zwar soll da ja auch noch ein Schlafzimmer hin, ein Badezimmer, so dass hier früher oder später alles größer wird. Hier, wie gesagt, wir müssen auch noch hier die Stadt weiterbauen. Da unten ist jetzt unsere Nahrungsmittelabteilung. Hatte auch noch eine Nachricht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch. Nee, da im Inventar habe ich sie nicht mehr. Das müsste die hier gewesen sein. Nein. Das war sie auch nicht. Die hier. Ja, hier, da hatte ich die Nachricht bekommen. Hallo Julian, ich beglückwünsche dich zum Bau des Nahrungsmittelgebäudes. Hier habe ich etwas für dich. Baue eine Autosieve-Anlage. Da war dann der Generator und 64 von den. Ihr sagt schon, von hier. Energy Conduits drin. Und das hier kann ich eigentlich auch mal abreißen. Weil das wird auch nicht mehr benötigt. So, als nächstes würde ich gerne den. Mal hier unter. Ender.io gehen. Würde ich hier. Was ist das denn? Okay, nun hier den Alloy-Smelter bauen. Dafür brauchen wir allerdings Eisen, Gold, Kupfer. Ja gut, für Kupfer müssen wir farmen gehen. Das machen wir auch noch. So, und ansonsten baue ich heute hier unten den Weg aus. Dafür brauchen wir das. Und zwar soll der hier. Fängt er hier an runter zu gehen. So. So. Gut, das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier wieder ein bisschen zumachen. Und wir haben keinen Stein mehr. Das ist allerdings auch nicht so ein großes Problem, da wir hier einfach ein bisschen abtragen.
Weil jetzt ist hier in MC auch noch ein Gewitter. Nee, super. Also bisher gefällt mir das so. Wird natürlich alles noch schön gemacht mit, dafür muss ich dann aber noch ein bisschen Stein brennen und sowas. Von daher, geduldet euch. In der nächsten Folge können wir möglicherweise dann schon mit dem Alloy-Smelter anfangen. Hoffe ich. Dafür brauchen wir allerdings noch ein paar weitere hier Sterling Generators. Wow. Was ich auch noch rausgefunden habe, hier fliegen Blazes rum. Das sind ganz besondere, die haben geben einem Effekte. Sowas wie die Hexen. So, und dann kriegst du Slowness oder Schaden oder sowas. Und die sind echt scheiße. Ich mag die nicht. Weil die geben einfach so heftigen Damage und das ist dann doch ein bisschen doof. Jetzt haben wir das hier auch schön ausgebaut. Möglicherweise kann ich hier das noch mal ein Stück nach oben bauen. So. Ja, so sieht gut aus. Und dann bauen wir hier dann unsere Mine. Hier so. Wo es dann tatsächlich runter geht. Und dann baue ich hier noch ein kleines Hütchen hin. Was einfach symbolisiert, dass wir da oben wohnen und niemand anders rein darf und sowas. Und ja, das war jetzt eine etwas kürzere Folge, aber das war es dann auch schon. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.